Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Ich begrüße euch heute mal wieder im Pausenbildschirm, denn ich habe entdeckt, guckt mal da hinten am Horizont in dem Dorf, könnt ihr sehen, da steht ein dicker roter Punkt. Der blutige Baron ist nämlich hier. Und ich wollte das eigentlich gar nicht, dass ich jetzt hierher komme, um die blutige Baronfrau befrei Mission zu machen, aber es sieht so aus, als würden wir die jetzt machen. Ich gehe da jetzt nämlich hin und dann versuchen wir die. Aber vorher drücke ich mal auf Pause. Quatsch. Na, ich wollte eigentlich hier wieder auf die Karte gehen. So viele Knöpfe auf dem Controller. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Und kurz auf meine Quests schauen. Welches Level jetzt diese Quest hätte. Trifft den Baron. Stufe 9, okay. Wie ihr wisst, mache ich normalerweise immer gern die niedrigen und arbeite mich nach oben, aber 9 geht. Wenn wir jetzt schon hier sind, hey, dann machen wir die blutige Baron-Story jetzt auch weiter. Dann gehe ich mal hoch. Sie haben zwei. Was mit Hexenjäger? Warum zum Teufel treiben sich die Hexenjäger überhaupt hier rum? Sie sind doch nicht aus Novigrad gekommen, um zwei Niemander aufzuknüpfen. Ich weiß es nicht, Herr. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Geralt, gut, dass du da bist. Das Geschwätz dieses Gesindels ergibt keinen Sinn. Vielleicht nehmen Sie nach ein paar Peitschenhieben Vernunft an. Und? Spuck's aus! Wo sind Sie hin? Zum Dorf im Sumpf, Herr. Das Mädchen ist mit ihm geritten. Er hat ständig nach seiner Mutter gefragt. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Okay. Kommt schon! Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten Numen erledigen! Und ich bin dabei. Hast du nur 4 Männer dabei? Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen. Oder 5. Numen, Scheiße! Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Numen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Tja, jetzt kommt der hier mit 5 Mann an. Ich hätte schon gedacht, dass du ein paar mehr Leute aufstellen kannst. Baron, unter Anführungszeichen. Ihr könnt nicht sehen, ich habe mit meinen Fingern Anführungszeichen in der Luft gemacht, als ich Baron gesagt habe. Ist immer schwierig bei so einem Audioformat. So, ich bin mir sicher, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen bestimmt gleich Ertrunkene hier. Alle ziehen das Schwert. Die wissen schon, was kommt. Oder auch nicht. Tja, dann eben nicht. Ist auch okay. Wisst ihr, das ist echt... Oh, da ist ein Ertrunkener. Ich habe in der letzten Folge, glaube ich, war es noch drüber geredet, dass das Spiel sehr viele gute Game-Design-Entscheidungen getroffen hat. Also die Entwickler, besser gesagt. Und das stimmt auch absolut. Aber eine Sache, die an dem Spiel echt nervig ist und die einfach schlecht designt ist. Das ist ein uraltes Videospielproblem, das auch die Witcher-Macher nicht gelöst haben oder nicht besser gemacht haben, dass die NPCs in einer Geschwindigkeit laufen. In der man als Spieler nicht laufen kann. Gar kein Grund, uns hier herumzutreiben. Diesmal haben wir es geschafft. Aber wer weiß, was wir da unten noch alles finden. Hör ich da Angst? Aus deinem Mund, Bullenberti? Was? Ich? Angst? Du träumst wohl. Schon gut, Jungs. Gehen wir weiter. Hopp, hopp. Zeig diesen Monstern, wer hier das Sagen hat. Der Bullenberti. Und zwar laufen die mit einer gewissen Geschwindigkeit, die ich nicht annehmen kann. Ich kann langsamer als die gehen oder ich kann schneller als die laufen, aber ich kann nicht zu dieser Jog-Geschwindigkeit. Und das nervt. Komm schon. Mörderhäuter, wenn die explodieren, müsst ihr euch bitte zurückziehen. Zurückziehen! Idioten, ich hab's noch gesagt. Aber leider hören die mich nicht. Verdammt.
Oh, da ist ja noch einer. Oh, ein Wasserweib. Die mag ich ja besonders gern. Einfach immer drauf. Immer drauf. Gut gemacht. So, was war das? Das sind Frauen, die zu viel gesoffen haben. Denk also dran. Wenn du das nächste Mal eine Frau was trinken lassen willst, trink lieber selbst. Ein Sturm, verdammt. Mhm. Aber hallo. Aber echt. Ja, und nun? Gib mal ein bisschen schneller. Ich laufe mal vor. Oh, davon ist schon Action im Gange. Action! Warum bist du hier? Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Komm, verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren, niemals. Das lass ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann, ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Entschuldigung, wenn gerade Störgeräusche im Hintergrund zu hören waren. Katzen und so. So. Ja, wir sollten jetzt Anna finden und nicht streiten. Hört auf zu streiten. Es ist sinnlos. Wir müssen Anna finden. Wahrlich, ich sage euch. Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha! Woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf! Nicht. Hier drüben! Ordentlich geschoben. Hey, zurück mit dir, Stinker. Ingwerbrot. Frisch und warm. Mutter. Ah, da. Blitzblank, taufrisch. Los, peitsch mich aus. Ich hab's so klein gemacht. Ich hab geknabbert, aber nur um zu sehen, ob es fest ist. Aber es ist frisch. Hab Erbarmen. Oh, Mutter. Hab Erbarmen. Aber ich hab gebeten, gebettelt. Mutter,
Ich bin es. Erkennst du mich? Was ist mit ihr passiert? Ich hab gesagt, ich mach das alles. Gib her. Ich schrub es nochmal. Schrub es sauber. Mutter! Da kommt etwas. Passt auf. Oh, das klingt seltsam. Vielleicht. Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Macht euch bereit. Aber für was? Sie kommen. Komm schon, komm näher. Oh, Ertrunkene. Na gut. Und Wasserweiber. Das Fest. Hörst du mich? What? Das Fett. Was zur Hölle ist denn das? Ein Unhold. Ja, hold ist der wirklich nicht. Das stimmt. Wow, und der haut rein. Das verdirbt der Geschmack. Komm schon, wir geben uns nicht mit den Ertrunkenen ab, wenn der Unhold hier ist. Oh, weg hier. Ein bisschen Rückzug, aber nur ein bisschen. Und Feuer! Ich versuche gerade wenig zu reden, weil die Mumen immer wieder reinquasseln. Aber die wiederholen sich jetzt gerade auch ziemlich, deswegen... Aber, naja. Wo geht er denn hin? Bleib hier! Kämpfe! Okay, das war's mit dem Unhold. Her mit deinem Loot! Ha! Habe ich noch erwischt. Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben! Sind sie nie zufrieden? Genug. Ich bringe sie von hier weg. Sie ist meine Frau. Ich nehme sie mit nach Hause. Und du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Rühr sie nicht an. Wir verlassen jetzt diesen verfluchten Ort. Sie ist krank und schwach. Wo willst du sie in diesem Zustand hinbringen? Nach Ochsenfurt? Das wäre ihr sicherer Tod. Ich kann für meine Mutter sorgen. Sie ist keine Puppe, um die sich Kinder zanken. Lasst sie entscheiden. Kuchen! Kuchen zum Abendessen! Sandkuchen! Sie ist außerstande, irgendetwas zu entscheiden. Ein böser Zauber, das muss es sein. Hilf ihr, Hexer. Ich flehe dich an. Bevor wir irgendwas unternehmen, muss sie von hier fort. Die Mumen wissen, dass wir ihretwegen hier sind. Vielleicht schicken sie noch ein Monster, ein noch gefährlicheres. Ich bleibe hier, bis du mir verrätst, ob du ihr helfen und den Zauber brechen kannst. Es ist kein böser Zauber, fürchte ich. Was denn dann? Sie hat viel durchgemacht, hat ein Kind verloren, wurde von einem Unhold entführt, hat im Dorf der Mumen gelebt und sich um Kinder gekümmert, die jetzt fort sind. Sowas hinterlässt bei jedem Spuren. Dann... Gibt es keine Hoffnung? Du kannst ihr nicht helfen? Bleibt sie für immer so? Es tut mir leid. Es gibt einen weisen Eremiten, einen großen Heiler. Hab ihn vor langer Zeit kennengelernt. In den blauen Bergen. Ich werde sie zu ihm bringen. Hm. Es ist einen Versuch wert. Ich werde mitkommen. Das ist leider unmöglich. Wieso? Du hast Pflichten, die der Kult des ewigen Feuers dir auferlegt. Wenn wir unsere Arbeit in Velen erledigt haben, kehren wir nach Ochsenfurt zurück. Du hast gesagt, du wirst meine Mutter retten. Und ich habe Wort gehalten. Dein Vater kann sich jetzt um sie kümmern. Er und kümmern?
Du kennst ihn doch. Du weißt, was er ihr angetan hat. Er schwört, dass er sich geändert hat. Und in seinen Augen erkenne ich ehrliche Reue. Er wird für sie sorgen. Und du hast ein neues Leben, neue Pflichten, dem ewigen Feuer gegenüber. Keine Angst, es wird alles gut. Ich werde keinen Tropfen anrühren. Ich finde den Eremiten. Und wenn sie wieder sie selbst ist, kommen wir zu dir. Schwöre es. Du hast mein Wort, Kind. Hexer wurden geschaffen, um Monster zu töten. Es spielt keine Rolle, wer den Auftrag erteilt. Die Bezahlung muss stimmen, das ist alles. Hexer diskutieren nicht. Ihr Gewissen spielt keine Rolle, sie führen den Auftrag einfach durch. Sammeln dann die Börse auf und machen sich wieder auf den Weg. Von den Hexern wird nicht erwartet, dass sie die Menschen vor sich selbst schützen. Vielen Dank, Hexer. Trotz allem. Möge das ewige Feuer dich schützen und leiten. Lebt wohl. Okay, dann plündern wir hier mal noch die Überreste. Der Hexer auch nicht. Wenn ihr jemand helft, dann nur ein gelehrter Wissen. Tja, und was lernen wir draus, Kinder? Aus der Geschichte der Töchter? Der Tochter, meine ich, schließt euch keinem radikalen religiösen Kult an. Das geht nie gut aus. So, weil meiner Meinung nach, ich habe keine sehr hohe Meinung von Hexenjägern, die laufen rum und knüpfen irgendwelche Leute auf, weil sie sie beschuldigen, irgendwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. So eine typische selbsternannte Inquisition. Und genau, die locken dann eben so junge Mädchen wie die Tamara in ihre Sekte, nenne ich sie mal, mit irgendwelchen Versprechungen, die sie dann vielleicht sogar halten, aber als Gegenleistung fordern sie dann ein Leben in, wie soll man sagen, Leibeigenschaft, würde ich es nennen. Ich hoffe, man kann dem Roten Baron trauen. Ich meine, es ist... So ein Alkoholiker von heute auf morgen sauber werden, nur wegen einer Sache. Er hat einen langen, beschwerlichen Weg mit seiner Frau vor sich, ob das gut geht. Aber besser als hier. Es ist besser als hier. Reden wir mal nochmal mit der Tamara. Augenblick. Ich muss mich erstmal sammeln. Hexer? Na gut, reden wir doch nicht mit denen. Vielleicht kannst du mich doch mal. Sondern schauen wir in unser Questbuch. So, was hätten wir denn hier noch so? Genau, der Wahrsager. Deswegen sind wir doch eigentlich hierher gekommen ursprünglich. Mal auf die Weltkarte gucken. Ja, ist da oben. Dann würde ich jetzt sagen, gehe ich mal zu diesem Fragezeichen hier, mitten im Sumpf. Was würden wir denn sonst machen? 300 Meter, die jogge ich mal ein bisschen. Durch den Sumpf. Das hält fit. Komm, ignorieren wir die einfach, Geralt. Nein, du wirst doch wohl über den Steg hier kommen. Einfach ignorieren. Einfach weiterlaufen. So ein paar ertrunkene Spinner. Na, meinetwegen. Das ist immer das Blöde, wenn man verfolgt wird. Irgendwann hört Geralt aus irgendeinem Grund auf zu sprinten und dreht sich so langsam um. Keine Ahnung, da kann man nichts dagegen machen. Bin ich ein bisschen komisch. Ich finde, man sollte da irgendwie die Entscheidungsfreiheit haben, ob man jetzt in den Kampfmodus wechseln will oder nicht. Aber gut. Oh, ich höre gerade schon wieder komische Laute von da oben. Oh, was ist das, ein Golem? Ein Level 25 Golem. Danke. Ich habe genug gesehen.
Aber trotzdem, schauen wir mal weiter. Nur weil da ein so ein super krasser Golem ist, heißt es ja nicht, dass hier, wo wir hinlaufen bei unserem Fragezeichen, auch irgendwas vergleichbar Schlimmes ist. Vielleicht ist hier ein Level 2 Häschen, wenn wir Glück haben. Ein bewachter Schatz, das klingt nicht gut. Meistens werden die von relativ krassen Monstern bewacht. Und Wasserweib, wie stark bist du? Level 8? What? Du bist doch nicht der Wächter von diesem Schatz, oder? Da stimmt doch was nicht. Ich bin hier in diesem Wasserloch gefangen. Das kannst du jetzt nicht tun. Ja, das ist echt super. Ich, ohne Witz jetzt, ich stecke hier fest. Ich komme hier nicht raus, weil ich kann den Kampfmodus nicht verlassen. Brillant. Ja, gut. Dann müssen wir eben stationär kämpfen. Hat ja ganz gut funktioniert. So, können wir jetzt wieder raus, Geralt, bitte? Wie, das kann ich jetzt nicht. Steck mal das Schwert weg, komm. Und jetzt raus. Hilfe! Ich bin hier irgendwie in einem Wasserloch gefangen. Plötze, zieh mich raus. Ich bin im Sumpf stecken geblieben. Plötze! Du bist meine letzte Hoffnung. Helf mir, Obi-Wanke Plötze. Komm noch ein bisschen näher. Ey, ohne Witz. Was mache ich denn jetzt? Und der Schatz ist auch so nah und doch so fern. Plötze, komm doch noch ein Stückchen näher. Ach ja. Da rede ich die letzten Folgen von gut designten Spielen und dann passiert das. So, was mache ich jetzt? Jetzt mal ehrlich, was sind meine Optionen? Ich kann hier nicht springen. Geht nicht. Ich kann nirgends rausklettern. Geht auch nicht. Ich kann nicht sprinten. Ich kann nicht... Ich bin hier in einem Loch gefangen. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht schnell reisen kann. Jetzt stecke ich hier fest. Ah, verdammt nochmal. Jetzt haben wir echt ein Problem. Ich versuche irgendwie wieder raus zu glitschen gerade. Ich könnte mal versuchen zu meditieren. Einfach mal, warten wir einfach mal. Ich bleibe den ganzen... Das kann ich jetzt nicht tun. Okay. Das kann ich jetzt alles nicht tun. Plötze! Komm schon. Komm ein bisschen näher. Weil wenn ich Plötze anvisieren könnte, könnte ich vielleicht aufsteigen und dann würde es gehen. Hilfe! Tja, jetzt sitze ich im Loch fest. Wisst ihr was, ich glaube echt, das hat keinen Sinn. Ohne Witz, ich muss jetzt, glaube ich, neu laden. Ich hätte gehofft, dass wir irgendwie rausglitschen, aber das wird nichts. Das wird nichts. Ein Wasserloch besiegt den mächtigen Geralt letztendlich. Wie so oft... Stirbt irgendein mächtiger Krieger an irgendeiner harmlosen Infektion, an irgendeiner Krankheit, an irgendeinem Kratzer, der entzündet. In der Realität meine ich jetzt. Ach komm, das ist echt frustrierend. Naja, was sollen wir machen? Ohne Witz. Hilft echt nichts, ist jetzt doof, aber wir müssen einfach neu laden und hoffen, dass es nicht allzu lange her ist. Ach, so ein Scheiß. So ein Scheiß. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. So, dann würde ich jetzt sagen, beenden wir jetzt hier die Folge mal für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ab jetzt hasse ich Wasserlöcher. Das sind ab jetzt mein Erzfeind. Wasserlöcher, der größte Feind des Hexers. Der natürliche Feind, der wahrscheinlich der natürliche Feind des Hexers. Der, ja, so ist es. Das ist wie bei Schnick, Schnack, Schnuck. Dass Hexer sehr effektiv gegen Monster sind. Monster sind wahrscheinlich dann sehr effektiv gegen Wasserlöcher. Und Wasserlöcher sind sehr effektiv gegen Witcher. Und das ist der Kreislauf der Natur. Also vielen Dank fürs Zusehen und beim nächsten Mal versuchen wir das Ganze nochmal und diesmal fallen wir hoffentlich nicht in dieses Loch. Also
bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao.